Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier sind wir wieder bei Goodie Games News and More mit einem weiteren Let's Play This War of Mine, The Little Ones. Ich bin gerade hier von meinem Raubzug zurückgekommen, von meiner Plünderung. Raubzug war es nicht wirklich, finde ich. Das geht ja noch. Bin natürlich jetzt sehr hungrig und auch müde. Und jetzt gucke ich einfach mal, ob ich eigentlich irgendwas kochen kann. Auch sehr hungrig und müde. Ja. Eigentlich sind sie alle sehr hungrig. Ja, ich denke mal, ich werde mir hier einfach mal eine Dose, eine Konservendose in den Kopf kloppen. Könnte eventuell sein, das kommt mir gerade irgendwie bekannt vor, als hätte ich das in der letzten Folge gemacht. Das ist jetzt eigentlich leider ein paar Tage her. Bin ich mir nicht ganz sicher, weil das Spiel nicht immer so speichert, wie man sich das wünscht, sondern irgendwie manchmal so ein kleines bisschen zurückspult. Da muss ich das nächste Mal drauf aufpassen. Sorry, wenn ich das dieses Mal nicht getan habe. Das ist aber so ein Spiel, wo man wirklich ganz, ganz schnell rauskommt aus dem, was man gerade tun wollte oder so. Ist also ganz schwer, hier eine Pause zu machen. Und deswegen bin ich da... Ah, Mensch, wieder hinlegen, Pavle. Du sollst nicht aufstehen, sorry. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass ihr in den Kommentaren geschrieben habt, dass euch, wie lange ich das mache, nicht so wichtig ist. Also, dass ich da ruhig ein bisschen frei agieren kann mit der Spielzeit, die ich verwende. So kann ich hier nur einmal kochen. Was fehlt mir denn? Weswegen... Ah ja, ich habe immer noch kein Gemüse. Na gut, dann kochen wir jetzt einmal hier eine Mahlzeit für Anton. Der kann sich dann auch direkt schlafen legen. Also wie gesagt, danke dafür, dass ich mir da ruhig ein bisschen Zeit nehmen kann, flexibel sein kann mit den Zeiten des Let's Plays und mich dann nicht so akribisch auf die 20 Minuten festlegen muss. Das ist das eine. Und das andere, was natürlich noch ist, ne, der Marc hat es geschrieben gehabt in den Kommentaren, und zwar, dass er ganz gespannt drauf ist, wann ich in die ersten Probleme gerate und wie sich das Spiel dann entwickelt. Und weil, dass ich Stress brauche, da hat er vollkommen recht. Ich bin da selber noch ganz gespannt drauf, weil ich weiß das auch überhaupt nicht. Ich habe es auf dem PC nur angespielt. Zwar ist auch relativ ausführlich, aber halt mehr nicht, ne? Und deswegen muss ich mich da selber noch überraschen lassen, wie es hier weitergehen wird. Ich gucke jetzt einfach mal, ob ich hier... Da kann sie sich hinsetzen. Hier können wir durch die Tür rausgehen. Ich konnte doch jetzt mich auf den Winter vorbereiten, meiner Meinung nach. Da müssen wir nochmal nachgucken. Nein, hier nicht. Oh, ich kann aber schon ein Messer herstellen. Drei Waffenteile, zwei Bretter, 5 von 34. Das passt wunderbar. Aber klein, muss ich erstmal kurz gucken, was brauche ich für ein Upgrade der Station hier. Da bräuchte ich mehr Holz. Aber ansonsten geht das. Nehme ich ein Messer mit? Ich hoffe ja, dass ich es momentan noch nicht brauche. Nein, ich werde noch keine Waffe herstellen. Werde nächste Nacht genug Holz mitbringen, um dann hier auch abzugraden. Auf jeden Fall. Jetzt gucken wir hier nochmal. Halt, nicht ins Upgrade rein, sondern hier rein. Ach, die Station ist noch nicht geupgradet, oder wie? Dann gab es wirklich... ein Zurückspulen. Sorry dafür. Tut mir jetzt wahnsinnig leid. Also wie gesagt, muss ich nächstes Mal mehr drauf aufpassen. Weil halt, wie gesagt, man kann hier nicht auswählen. Bitte speichere jetzt. Das ist leider nicht möglich. Und man sieht auch nicht so ein kleines Symbol hier. Jetzt muss ich mal ein bisschen besser, glaube ich, drauf achten, wann er wirklich speichert. Um dann direkt an der Stelle Stopp zu machen, so dass wir hier nichts doppelt haben. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Gucken wir mal, ob ich da jetzt richtig lag. Ich hoffe. Nein, nicht ins Upgrade rein. Hier rein möchte ich natürlich. Ja, genau. Jetzt haben wir hier, da brauchen wir natürlich 2 von 20 haben wir und 10 von 1. Also da brauchen wir auch eine Menge Holz. Also das nächste Mal, wenn Pavel losgeht, muss er viel Holz mitbringen. Damit wir dann unsere Unterkunft hier sicherer machen können, auf jeden Fall. Momentan können wir ja fast gar nichts herstellen, bis auf ein paar Filter. Ich habe aber noch 2 Wasserfilter. Dann werde ich mal oben meine Filtermaschine befüllen. Ich glaube, die ist nicht befüllt. Gucken wir mal. Nein. Dass wir nochmal mehr Wasser bekommen. Aber wichtig wäre jetzt wirklich für Nahrung zu sorgen. Also ganz, ganz wichtig, dass ich endlich mal genug zu essen habe.
Oh, Pavel ist schon wieder aufgestanden? Mensch, der soll sich auspennen. Der muss heute Nacht wieder raus. Der muss hier wieder für Ordnung sorgen. Ach, nein, ich will den Tag nicht beenden. Ich wollte nochmal ins Radio reinlauschen. Mal gucken, ob wir da was Neues haben. Na, noch haben wir schönes Wetter auf alle Fälle. Und das ist natürlich hier für ein Let's Play sehr, sehr ungeeignet, in dem Sinne halt, dass ich einfach nicht weiß, werde ich den Krieg überleben? Das heißt, werdet ihr das ganze Spiel wirklich sehen? Weil halt auch, wie gesagt, hier, weil man halt keine Speicherpunkte hat. Tja, muss man sich einfach darauf einlassen, was passieren wird. Anders geht das gar nicht. So. Wechseln wir mal rüber nach Pavle. Er ist immer noch hungrig, aber er ist schon nicht mehr müde. Ja, dass sein Magen knurrt, glaube ich dir. Die 4 Essen da oben, die ich noch habe, würde ich aber ganz gerne verwenden, zusammen mit Obst, um 2 Mahlzeiten draus zu machen. So. Auch er ist ausgeschlafen. Ein Sessel kann ich momentan leider auch nicht herstellen, sonst würde ich den Jungs ganz gerne mal hier so ein bisschen Luxus gönnen. Naja, Luxus ist jetzt mal relativ gesagt. Ja, wir brauchen wirklich was zu essen, das ist mir auch absolut klar. Ich könnte natürlich auch gucken, ob ich zum Beispiel ein Messer herstelle. Und das nächste... Ah, dafür habe ich jetzt auch nicht mehr genug Holz. Na gut, okay, hat sich das gerade erledigt. Und dann dementsprechend das nächste Mal was zum Handeln habe. Ich denke mal, dass ein Messer eventuell relativ wertvoll im Handel ist, um dagegen zum Beispiel es gegen Nahrung einzutauschen. Das wäre vielleicht auch eine Option für mich, dass ich eventuell gar nicht so sehr auf die Nahrung gehe, sondern einfach gucke, dass ich genug gute Tauschmaterialien habe. Wenn dann wieder Leute bei mir an der Tür klopfen, dass ich sage, hier, guck mal hier, die fette Kalaschnikow möchtest du haben, kostet dich nur 300 Essen oder so. Das wäre auf alle Fälle sehr interessant. Auf alle Fälle ein sehr interessanter Ansatz, sagen wir mal so herum, ne? So, wo ist denn dein Stuhl? Du kannst wieder ruhig auf den Stuhl. Oder obwohl, nee, sie... Sie geht auf den Stuhl. Ah ne, sie ist auch müde. Geh du Bettchen. Geh du Bettchen. Sie erholt sich hier sowieso. Ah, Mensch, hoch. So, das ist auch noch warm von Pavle. Wenn Pavle nicht Pavle heißt, sorry Leute, ihr wisst, ich habe es vorhin schon gesagt, dass ich meine Leute hier ruhig so nenne wie... Ach. Wie ich halt einfach denke. Mein Serbisch oder Kroatisch ist nicht so gut. Ist ja hier alles angelehnt so ein wenig an den Bürgerkrieg in Serbien. Wo ich sagen muss, dass ich zu der Zeit vom Bürgerkrieg in Serbien sogar mal da war. Habe ich damals noch Kleintransporte gemacht, hatte eine Lieferung nach Kroatien. In dieses vom Krieg zerrüttete Land. Das war schon... Ja, spannend trifft es auf jeden Fall. Also zumal... Ach, da kommt schon die Nacht. Gut, dann erzähle ich euch davon später. War eine sehr, sehr interessante Erfahrung, die ich damals gemacht habe. So. Slata ist sehr hungrig und krank. Die können wir weiterhin nicht losschicken. Und ja, die soll auch die Nacht im Bett verbringen. Wie gesagt, die ist immer noch krank, aber auf dem Weg der Besserung. So, Sveta ist müde. Auch sie darf schlafen. Mache ich eiskalt, doch ich lasse sie im Bett schlafen. Und dann Anton wird dann alleine Wache stehen müssen. Ja, anders geht's nicht. Und Pavle geht wieder los zum Plündern. Das ist er ja schon gewohnt. Wie gesagt, einfach weil er auch den größten Rucksack hat von den Leuten, die ich schicken kann, ist er halt immer wieder derjenige, der leider los muss. Und jetzt gucken wir mal, wo... Oh, Autowerkstatt. Ach, etwas Material. Nee. Also jetzt eine Menge Lebensmittel. Viel Materialien, Medikamente, Teile, möglicher Handel. Vorsicht ist geboten. Und ich habe kein Messer. Hm. Aber eine Menge Lebensmittel. Ist natürlich interessant. Was haben wir denn noch? Lassen wir uns doch mal gucken hier. Das Haus ist noch ein bisschen was da. Das habe ich fast geplündert. Doppelhaus. Da wohnen Menschen drin. Den müsste ich denn die Lebensmittel klauen. Das möchte ich momentan noch so lange wie möglich vermeiden, dass ich klaue. Weil ich will echt nicht von anderen klauen, denen es auch scheiße geht. Das sehe ich nicht ein.
In der Kirche gibt es nur etwas Lebensmittel und da ist auch Vorsicht geboten. Da gibt es viele Materialien, ein bisschen Waffen. So, den Supermarkt haben wir noch. Etwas Lebensmittel ist mir nicht genug. Das ist mir nicht genug. Und im ruhigen Haus gibt es eine Menge Lebensmittel. Das ist natürlich schön. Nahezu unberührt geblieben. Es ist eine ruhige Gegend. Kleine Häuser mit Veranden, Gärten und Spielplätzen. Einige dieser Häuser sind noch immer bewohnt. Ja. Ist auch bewohnt. Aber keine Gefahr. Das ist jetzt natürlich eine schwere Entscheidung. Gehe ich in die Autowerkstatt oder ins ruhige Haus? Einige dieser Häuser sind noch bewohnt. Ah, das ist schwer. Das ist wirklich ganz schwer. Ich probiere es mit der Autowerkstatt. Ich probiere es. Vielleicht kommt ja dann schon der Moment, den Marc sich gewünscht hat, dass ich in Stress gerate und dass ich... Ja, Brecheisen nehme mit. Brecheisen? Oder Schaufel? Brecheisen. Obwohl, Vorsicht ist geboten, dann ist vielleicht Dietrich besser als Brecheisen. Dass ich hier in Stress komme und dass es schon unbequemer wird, ich hoffe natürlich nicht. Sehr zurückhaltend sein, wenn ich auf andere Menschen treffe. Aber ich muss dringend Essen mitnehmen. Ich brauche dringend Nahrung für meine Leute. Wäre ja mal schön, mal alle satt zu bekommen. Okay, fängt erstmal ruhig an hier. Nehmen wir erstmal alles mit, mal gucken, bis wir Nahrung finden. Kein Verstecken mehr, wir sehen uns im Himmel. Oh, okay. Das hört sich sehr aggro an. Nur, ob ich hier oben noch kurz gucke. Ja, da hinten ist ein Schrank. Oh, Materialien ohne Ende. Ein Teddy. Das kann ich alles momentan nicht gebrauchen. Ich meine, ich möchte viel Holz mitnehmen. Ah, den Rest des Platzes im Rucksack brauche ich, glaube ich, schon mal für Lebensmittel oder so. Aber vielleicht finde ich ja auch gar keine. Ah! Hey du, ich brauche Medikamente für meinen Vater. Haben Sie welche? Er hat mich schon gesehen. Ja, das ist ja nun Blödsinn. Oh, der hat sogar ein Sägeblatt. Meine Güte. Da hat er... Ich habe ja nichts dabei zum Tauschen, vernünftig. Hier, das Gemüse würde ich wahnsinnig gerne mitnehmen. Aber der, für 13 Holz und Dings gibt er mir kein Gemüse. Ja, Bandagen. Aber das ist gut zu wissen. Das nächste Mal bringe ich Bandagen und Medikamente mit. Weil hier, das kann ich vergessen, aber ich kann es wieder probieren. Na, war klar. Kann ich hier trotzdem rumwühlen? Bitte bringen Sie einige Bandagen und Medikamente. Das mache ich. Zur Autowerkstatt Bandagen und Medikamente. Müssen wir uns merken. Ich weiß jetzt nicht, wie der reagiert. Hier, bleibt da weg. Dann nehme ich da. Oh, Privatbesitz steht auf. Ach, cool. Steht sogar dran, Privatbesitz. Nehmen wir nicht. Da kann ich mich verstecken das nächste Mal, wenn. Dann gehe ich wieder. Dann war es das aber mit Lebensmitteln. Scheiße. Dann habe ich wieder keine Lebensmittel. Fast alles mitgenommen. Und ich habe keine Lebensmittel, Leute. Der nächste Tag kommt und ich habe keine Lebensmittel. Ich kann jetzt auch nicht woanders hin zum Plündern. Ja, da ist er. Da kann ich mich verstecken und jetzt könnt ihr jetzt versuchen, von ihm zu klauen, aber... Wie denn?
Der steht ja direkt dahinter, das hat keinen Sinn. Nee, nee. Ah, keine Nahrung, Leute. Ich habe die Nacht keine Nahrung besorgt. Ah, wie scheiße ist das denn? Hier ist nichts weiter. Hier ist nichts weiter. Ich muss es beenden. Ah, scheiße. Okay, die Nacht bringe ich ihm Medikamente mit. Ja? Weil, wie gesagt, ich glaube, sie erholt sich von alleine. Und bis wieder jemand krank wird, habe ich hoffentlich neue Medikamente und bringe den Bandagen Medikamente mit und tausche gegen Lebensmittel. Achso, ich wollte vorhin übrigens auch sagen, ich weiß nicht, wie lange der Krieg hier dauert, ne? Gar keine Ahnung. Ah, wir wollen jetzt nicht beplündert, sehr schön. So, wir haben Stuhl, wir haben Betten. Können unter 5. Wir haben einen Ort zum Ausruhen. Wir haben ein Radio. Und hören es gerne. Die freuen sich weiter über das Flatter. Die freuen sich darüber, dass wir Bücher haben. Ja, genau, richtig. Wir haben Löcher in den Wänden. Darum müssen wir uns jetzt versuchen zu kümmern. Um die Löcher in den Wänden. Pavle, du bist nur hungrig. Tut mir leid, du gehst jetzt ohne Essen ins Bett. Nicht, weil du böse warst, sondern... Weil ich es mir nicht leisten kann, dir was zu essen zu geben. Ist das nicht furchtbar? Sehr hungrig. Oh, die braucht was zu essen. Weil die ist eh krank. Sie ist auch sehr hungrig. Und er ist hungrig und müde. Ja, du kannst auch dann hungrig ins Bett gehen und schlafen. Slater, die müssen beide essen. Sie müssen beide essen. Da komme ich nicht drum herum. Und kochen kann ich ja nicht, ne? Nochmal gucken. Ach doch. Ich kann zwei Mahlzeiten zubereiten. Sehr schön. Kann sie erstmal was essen? Nein, eine weitere Portion liegt leider nicht drin. Tut mir wahnsinnig leid. Und kann gleich hier nochmal Wasser besorgen. Einen Wasserfilter habe ich noch. Und dann muss Slater mal aufstehen. Aber ich denke, du erholst dich, Mausi, hä? Iss jetzt erstmal was. Immer noch krank. Oh, ach, da steht auch bei den einzelnen Leuten in der Bio was drin. Ja, sie freut sich darüber, dass wir dem Nachbarn geholfen haben. Dann war das also eine gute Entscheidung gewesen. Das ist aber interessant, dass in den Leuten in der Bio was drin steht. So, du bist krank, leg dich hin. Im Tagebuch steht drin, dass es dir besser gehen wird. Gucken wir nochmal. Stand das nicht hier, dass es ihr besser gehen wird? Wir haben Stuhl, Betten. Nee, steht da nicht. Ich lasse sie jetzt noch eine Nacht schlafen. Und dann gibt es was zu essen. Dann gibt es Medizin, meine ich. Aber ich möchte ja ganz gerne die Medizin mit rübernehmen zum Handeln. So, und du kannst jetzt mal gucken, dass du ein paar Löcher ausbesserst. Ich weiß es nicht, oder eins wenigstens. Ja, eins. Mehr geht nicht. Ah, geht sie direkt zu einer kaputten Stelle im Haus? Ah ja. Ich kann mir auch nicht aussuchen, welche, sondern sie nimmt einfach eine. In Ordnung. Ja, Mädel, dann mach du das ruhig. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir einfach an der nächsten Stelle
direkt hier weiter, wenn sie das repariert hat. Und gucken mal, dass wir den Tag jetzt überstehen und dann in der Nacht tauschen wir Sachen. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, dann denkt ihr wie immer dran. Lasst den Daumen hoch da und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn ihr dann auch in der nächsten Folge einschaltet. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long und goodbye. Keep gaming, euer Goodie.